Weg! Ich hab. Ein bisschen was habe ich noch. Ich. Oh nein! Oh mein Gott, ich zwei! Ah, lol, lieb, endlich seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online Action. Endlich ist es wieder soweit. Der Dana und ich drehen wieder durch. Drehen wieder durch, sagt er, während wir uns mit zwei Golfkarten. Bam. Autoscooter spielen. Wir haben uns die schlechtesten Autos im ganzen Spiel rausgesucht und es war schwer, die zu finden. Wir sind in Sandy Shores rumgefahren und ne? Aber. Wir haben es gepackt, Leute. Endlich und es war ein Zuschauervorschlag. Und jetzt können wir den Namen nicht sagen, weil das ist so lange her, dieser Vorschlag, leider. Genau, dieser Vorschlag, wir haben es immer wieder probiert, zwischen den Folgen zwei Golfkarten zu finden. Man hatte immer nur eins gefunden. Im Multiplayer spawnen die so verdammt selten. Aber heute hat es geklappt für das Comeback. Leute, wir haben mega geile Challenges. Nicht nur heute die Challenge, die geil wird, sondern auch die nächsten Challenges, teilweise mit Matheaufgaben oder ähnlichem verbunden. Das heißt, es wird wieder geile Challenge-Action geben und ich kann euch wirklich nur empfehlen, bei beiden jeweils zu schauen, weil es einfach wirklich sehr, sehr witzig wird. Schaut auf jeden Fall vorbei, Link zu Kev ist auch unten in der Beschreibung. So, was ist denn die Challenge heute überhaupt, Kev? Genau, wir müssen jetzt irgendwie Polizisten kriegen und dann, wer länger überlebt, aber man darf nur auf der Straße fahren. Okay. Weiter! Weiter! Verarsch mich nicht! Tschüss! Warte, du kriegst... Hä, wie kann man die überhaupt zünden? Du kriegst deine Packung, mein Freund. Oh. Nee! Boah, ich weiß gar nicht, wie man die Dinger zündet, ehrlich gesagt, ne? Irgendwie nach unten muss gleich drücken oder nach links. Oh, ich hab schon Bullen! Oh nein, okay, Vorsicht, okay. Baller ein bisschen rum! Granatenmarsch! Ja, ich weiß echt nicht, wie man das Scheiß zündet, Mann. Granaten! Oh. Ich werfe! Boom! Eine Granate nach der anderen! Dena's Bifter! Granate! Oh, jetzt habe ich gerade irgendwas gezündet hinten. Egal. Dena's Bifter! Ja? Ey, lass meinen Bifter in Ruhe. Oh, shit! Granate! Herr Kev, was ist denn jetzt überhaupt die Challenge? Ja, wer länger überlebt? Mit dem Lifeguard. Ach, okay. Ja, wir brauchen Polizisten, ich habe schon einen Stern. Ja, aber wir müssen nicht erstmal Sterne bekommen? Ja, deswegen, ich hab schon einen. Okay, also erstmal so viele Sterne. Besorg die Sterne, dann Bullen, baller die an! Okay. Okay, jetzt mit meiner Pistole. Vorsicht! Oh shit! Okay. Oh shit! Was denn? Die wurde festgesetzt! Du musst. No! Kev, ich hab einen Polizisten getötet, ich hab drei Sterne, du musst dir auch drei Sterne holen, das ist unfair. Ich hab zwei. Ja, ich versuche gerade zu überleben, ich töte dich. Los, schieß auf die, ich blockiere sie, damit du auf sie schießen kannst. Wow. Oh shit, warte, ich muss sie erstmal leben! Shit. Los, schieß auf die, Kev! Jo, warte, ich bin dabei, so. Oh Gott, ich werd schon abgeschnitten. Hast du drei Sterne? Nee, noch zwei, aber. Oh, Scheiße, will dich anvisieren. Warte. Nicht auf mich schießen, nee. Das ist schwierig! Ja, ne? Cheaten ist es! Versuch es doch! Cheaten ist es! Mann, verdammt! Wow! Ja, ich hab meine drei Sterne, ne? Bei mir schon Heli ja, da! Ja, drei Sterne, so! Bei mir auch Heli da! Perfekt, okay. Heli da, so! Dann ist jetzt fair. Jetzt, wer länger überlebt! Alles klar. Das ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Ja, weil wir müssen doch ungefähr auf den Straßen, dürfen nicht in die Pampa fahren. Wow! Polizeiauto holt ein! Shit, der Wendekreis! Die drücken mich immer von hinten weg, jetzt bin ich festgesetzt. Und wenn du dann festgesetzt ist, dann schieß an die. Diese Mann! Hier, frisst Granatenopfer! Mann! Okay. So. Ich hab meine Mikro im Alter, ich werd voll weggeschubst von hinten. Oh nein! Fuck! Wow! Wow! Holy shit! Nein, ich sterbe, oh nein! Yes! Oh Gott! Alter Mann! Das ist richtig schwer! Komm zu dir, Dana, ich helfe dir! Ich helfe dir! Nein, Hilfe! Boah Gott! Wo bist du? Sag dir nicht, wo ich bin! Doch, ich helfe dir! Nee, ich helfe dir! Als ob du mir helfen kannst! So! Doch! So! Dein Retter ist auf dem Weg! Ich hab Angst vor dir, Kev, Alter, Hilf, wir sind gegeneinander. Und Alter, hinter dir. Mein Dach ist weg. Nein, jetzt hab ich die Bullen auf mich gelenkt. Ja, perfekt. Tschüss, Leute. Ich hau ab, kein Bock mehr. Yo. Die bleiben bei dir. Ich bin ein Zug. Hä, du bist ein Zug?
Ja, ich war auf den Schienen. Da bist du kein Zugkämpfer, nur weil du auf den Schienen fährst. Okay, schnell auf Granaten schalten. Alter, Kacke, nein, es dreht mich nicht um, dann tu mir, dann fall ich von dir runter. Oh Gott, ich bin auch im Zug, Kev, bin Zug. Ich hab gar nichts mit der Sache zu tun, ich bin im Zug. Hinter dir. Verdammt, Oh shit, jetzt, ey, die Bullis sind neu. Welche Bullis sind neu? Das sind Bullis. Bullis? Du meinst diese großen Wagen von der Polizei? So neu sind die noch nicht, Kev, aber vielleicht hast du noch nie geschafft zu überleben mit 3 Sternen, dann kommen die nämlich irgendwann erst. Das kann natürlich sein. Das fängt ja geil an. Ich fahr dem Sonnenuntergang entgegen, es ist wunderschön, auch bisschen toll und nein! So. Nein! Ja, Schiss, was? Wurde umgedreht! Ja, sehr gut! Nein. Hast du noch dein Dach drauf? Nein! Ja, ich glaube, wenn man jetzt so umgedreht wird, dann muss man ja runterfallen eigentlich, weil du hast ja Genickbruch, oder nicht? Ja, eigentlich schon, aber ich lebe! Eigentlich muss man sich einen Helm anziehen mit diesen Dingern hier. Boah, ich werde meine Sterne los! Die checken nicht, dass ich hier bin! Also, was? Eigentlich, doch, die checken das schon, aber ich bin Zug. Leute, alles kein Ding. Ich will auch Zug sein, das scheint die geheime Taktik zu sein. Tut! Wenn jetzt ein Zug von hinten kommt, Alter. Ich weiß ja, ob ich schneller bin als ein Zug, aber ich glaube, der würde mir eh, wenn er entgegenkommen. Meinst du? Nee, der kommt genau von hinten. Meinst du, der würde dir einen Boost geben, der Zug? Ja, bestimmt. Dann würde ich mich einfach vom Zug wegschieben lassen. Da ist ein Zug hinter mir! Echt? Habe ich die Eier, das zu testen? Ha, bei mir, ich chill einfach. Guck mal, da unten sind Leute und die Polizisten fahren die um. Guck mal, die Polizisten, die fahren auch von hinten rum. Hä? Gib der Zug mir einen Boost! Oh, die schießen auf mich! Diese fiesen, fiesen Dinge. Shit, ich rutsche die ganze Zeit ab, ich bin zu aufgeregt! Ich bin zu aufgeregt! Also, ich bin meine Sterne gleich los, würde ich mal sagen, Kev. Und was ist, wenn man seine Sterne los wird? Die Polizeiwagen wird vom Zug weggeräumt! Scheiße! Wuhuhu! Mega Boost! Alter, gib mir voll den Boost! Was? Wie viele Sterne hast du? 3. Ja, auch noch 3. Ich bin nicht fast los geworden schon. Nein, da ist ein Heli über mir. Nein! Die Zugfahrt ist vorbei. Bist du weggeschubst worden oder wie? War einfach zu schräg und der Wendekreis ist so scheiße hier, dass ich einfach nicht mehr wieder hoch konnte über die Schräge. Ich hau jetzt ab. Niemals, das lasse ich nicht zu. Ja, mir egal, ob du es zulässt oder nicht. Boom, ich hab wieder. Jetzt los. Oh shit, oh shit. Okay, ich fahr zu Trevor, der wird mir helfen. Und so, was ist, wenn man keine Sterne mehr hat? Ich weiß es nicht. Dann hat man gewonnen! Wirklich? Könnte man das machen? Fies. Das ist wie! Ich nehme deine Bullen ab, okay, Wow, ich habe mich überschlagen, ich habe überlebt. Okay, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Also es ist gar nicht so leicht, einem Heli auszuweichen hier mit dem Golfkart. Also ich habe gleich keine Sterne mehr auf jeden Fall. Scheiße, die schießt denn von oben auf mich? Wenn ich mich jetzt nicht ganz dumm umstelle. Oh. Oh. So. Dreh dich um. Oh nein, da oben ist ein. Da ist ein Polizeityp. Ich hab die Hälfte der Leben weg. Hier. Die Hälfte der Leben ist weg. Weg. Ich hab. Ein bisschen was hab ich noch. Oh nein! Oh mein Gott, ein Zug! Nein! Ich liege, ich liege, ich liege! Alter, ich stand mitten auf den Schienen, hab an nichts Böses gedacht und auf einmal kommt ein Zug. Holy crap. Das war heftig. Mein Auto ist zerstört. Aber ich fahr noch. Ich bin Teil des Zugs, Kev. Alter, ich töte einen Bullen nach dem anderen. Ich hab 4 Sterne, scheiße. Ich hab 3 und die sind fast weg. Also die gehen gerade weg. Oh Gott, ich... Oh nein. Nein, ich hab 4. Fuck. Der Zug hat mich weggedreht. Oh, Kacke. Okay, ich muss jetzt versuchen, so viel Tränengas wie möglich auf die Straße zu bringen. Die ein bisschen Damage kriegen vorher schon. Ja. Ich glaube, ich habe einen Platten. Oh, oh. Mein Auto ist nur zerstört. Da geht gar nichts mehr. Oh, shit. Nein. Jetzt werden sie aggressiver. Ich bin fast tot. Nein. Ich habe keine Sterne mehr. Nein. Bist du tot? Ja. Ich habe gerade im selben Moment keine Sterne mehr. Okay, was, wenn das kein Zeichen ist? Alter. Ich habe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Alter! Jawoll! Weißt du, was als Dings kommt? Ah, als Belohnung dafür? Was? Pass auf! Der Zug muss sterben! Oh! Oh, shit! Hast du dich vor den Zug geschmissen? Ja, nee, also, ich sag nichts dazu. Jetzt ist die Revanche! Die Bullen werden jetzt hier alle von mir abgemeuchelt. Ich habe ja genug Waffen da. Wo seid ihr? Aber das war eine witzige Challenge, muss ich sagen. Echt cool. Also ich muss sagen, das ist zwar so ein simples Prinzip gewesen,
aber ziemlich, ziemlich geil und Spaß. Ihr habt ja gesehen, wie viel Spaß wir hatten, wie wir gelacht haben. Und falls ihr jetzt sagt, ah, die Challenge hat mir nicht so gefallen, oder ihr wollt schon wissen, was die nächste Challenge ist, darf ich ein bisschen spoilern? Na, klaro. Und zwar ist die nächste Challenge ein Rennen, bei dem wir auch Mathematikaufgaben lösen müssen. Das heißt, wir sehen uns in 3 Tagen, ist das, glaube ich, dann ist eine Challenge, wo wir ein einfaches Rennen fahren und nebenbei Matheaufgaben lösen müssen. Wer es nicht schafft, muss anhalten. Das heißt, das wird eine ziemlich geile Challenge. Auch sehr witzig, glaube ich. Ja. Und Leute, ihr müsst uns auf Challenges vorschlagen, dass ihr das Kev extra neues Formular gemacht, ne? Genau! Jetzt im Zuge des neuen Minecraft Community Projekts habe ich mich mit Google Drive auseinandergesetzt. Und da gibt es so geile Funktionen, dass man wirklich so eine Art Umfrage machen kann und wir dann so eine Tabelle rauskriegen. Das heißt, den Link findet ihr in der Beschreibung. Da werden wir schreiben wahrscheinlich hier eure Challenge-Vorschläge posten. Das ist ein Google-Dokument. Da gibt es dann verschiedene Felder, genau. So euer Name, wie ihr genannt werden wollt, was für eine Art von Challenge das ist. So ein Titel ist der Challenge und eine kleine Beschreibung der Challenge. Und dann könnt ihr eure Challenge reinpacken und dann können wir noch besser in Zukunft noch cooler eure Challenges uns holen. Und dann werden wir auch nie wieder die Namen vergessen. Genau, weil das Schöne ist, nicht nur, dass wir die Namen da haben, sondern wir haben auch eine schön sortierte Liste. Das heißt, manchmal gehen ja unglücklicherweise in den Kommentaren irgendwelche Statements oder Challenge-Vorschläge unter, weil wir die einfach nicht sehen. Und das ist dann aber nicht mehr der Fall. Das geht nicht mehr. Das ist deswegen perfekt. Das wird unser neues System für die Challenges. Und dann würde ich sagen, nee, warte, wo bist du denn eigentlich gerade? Hier auf dem Berg und versuche den Heli kaputt zu machen. Weißt du? Ich beende die Folge so ungern, wenn ich gar nicht bei dir bin. Okay, weißt ich bin aber gleich tot. Ich muss zu dir kommen. Ich fahre einfach noch mit einem, hier lang. Ist doch einfach schön, einfach nochmal ein bisschen. Oh, ich bin tot! Schon wieder, Kev. Nee, fast, ich bin auch kein einziges Mal gestorben, seitdem ich wieder GTA spiele. Weißt du, Kev und ich, wir haben 2 Monate, wir haben nicht einen, wir haben 2 Monate nicht zusammen aufgenommen. Ich habe 2 Monate lang kein GTA gespielt, aber jetzt ist es soweit und wir spielen endlich wieder zusammen und da genieße ich es auch einfach hier über den Highway zu brettern. Wisst ihr eigentlich, wann die neue Version rauskommt von GTA für die neuen Konsolen und für PC kommt es euch nächstes Jahr erst raus, aber für die neuen Konsolen kommt auch schon im November raus oder so, ne? Was heißt neue Version? Bessere Grafik eigentlich nur, ne? Ja, bessere Grafik, es gibt aber, ich hoffe zumindest mal, es gibt dann vielleicht ein paar neue Zusatzfeatures, die es noch nicht gab. Also das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße. Oder bieten die auch ein DCL für diese Version hier an? Keine Ahnung. Das fände ich geil, wenn ich dann diese extra halt auch hier gebe als DCL und aber die anderen sozusagen... Kann ja sein, dass du die neuen Konsolen halt, genug Rechenpower haben für das neue Spiel. Die müssen es halt auch irgendwie rechtfertigen, dass du es nochmal kaufst. Keine Ahnung. Aber ich freue mich einfach drauf. Ich weiß, es ist eigentlich nicht ganz rechtfertigt, nochmal einen Vollpreis zu verlangen und so weiter und bla. Aber ich freue mich eigentlich drauf, dass es nochmal auf die neuen Konsolen kommt, damit nochmal besserer Grafik und so weiter. Und vor allem hoffe ich, freue ich mich drauf, dass das Ding auch irgendwann noch für den PC kommt. Das wird dann nämlich nochmal am chilligsten. Ich mag es am liebsten eigentlich am PC. Wobei geht ja viel richtig schlecht im PC portiert, weil mal schauen, wie das wird. Aber das ist alles Spekulation, solange wir nichts wissen. Von daher würde ich sagen, wir werden sehen. Und die nächste Folge kommt in 3 Tagen raus. Immer jeden dritten Tag kommt eine neue Folge GTA raus. Ich bin jetzt gerade im Urlaub bei meiner Familie. Und ich bin gerade auf dem Flug dahin nach Florida. Aber Kevin und ich produzieren extra für euch vor. Ich werde eine Woche weg sein, aber in der Woche gibt es trotzdem Videos. So ist es. Jeden dritten Tag. Boah, jetzt fahren die ganze Zeit Golfkarts rum. Wir haben einen neuen Trend gesetzt, Kev. Plötzlich sind die neuen Golfkarts unterwegs. Und Leute, wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ihr richtig Bock auf GTA Online Action habt und euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr bei beiden Videos einen Daumen nach oben gibt, denn wir nehmen beide auf. Und dann, es wäre einfach mal schön zu sehen, sozusagen das Feedback. Wir haben länger nicht aufgenommen, länger kam nicht, jetzt sind wir wieder da. Ob ihr richtig mit uns dabei seid, so richtig enthusiastisch, das wäre natürlich geil zu sehen. Das könnt ihr mit dem grünen Daumen sehr schön zeigen. Ansonsten schreibt im Formular eure Challenge-Vorschläge und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bleibt geilo, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen, rein bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.